Fieser Ekelunfall in Florida. Hier zerstört ein Transporter ein Abflussrohr und die braune Suppe schießt durch die Gegend. Der Fahrer dieses Umzugstransporters will offenbar zu seiner neuen Wohnung. Mit seinem Wagen bleibt er aber in der Tiefgarage an den Rohren an der Decke hängen. Es kommt, wie es kommen muss. Das braune Abwasser spritzt heraus und flutet die Garageneinfahrt. Im Netz geht das Video viral und die Schmähkommentare kennen kein Halten. Der Bruder wurde rausgeworfen, bevor er überhaupt einziehen konnte. Lol. Oder stell dir vor, dein ganzer Sch wäre mit echter Sch bedeckt. Ob der neue Mieter nach der Aktion noch in sein neues Apartment einziehen durfte, ist nicht bekannt. Eins ist aber klar, er hatte definitiv einen richtig beschissenen Tag.